Sie da draußen im, im Gerichtssaal, wären Sie denn bereit? Gehen wir in den Saal. Es wurde wieder ein Potpourri an wunderschönen Fällen für Sie vorbereitet heute. Gestern saß die Justizbehörde mit mir zusammen. Wir haben da ein wunderschönes Potpourri an Fällen für Sie vorbereitet. Und da gucken wir heute mal rein. Nicht wahr? Und los geht's. Ich merke, das System hat ein bisschen, braucht Anlauf. Einen Moment. Hier sind wir. Wir suchen. Wir haben. Wir sind nun also auf Silverstone, meine Damen und Herren. Und es ist mal ausnahmsweise kein GT3, kein GT4, nee, es ist heute mal BMW M2. Was uns da wohl erwartet? Wetzen Sie den Hammer? Holen Sie die Fackeln raus? Es geht los. Wir gucken. Was ist denn hier nun passiert am Tag des jüngsten Gerichtes? Wir brauchen Lautstärke, Volumen, Silverstone. Oh. Bruder muss los. Ich denke, Sie wissen Bescheid. Der Spruch war auch schon einladend genug, denke ich, für den Hintermann. Denn er wollte auch los. Auch noch ein zweites Mal. Eieiei. Okay. Ich denke, wir werden das jetzt noch mal kurz von oben sehen. Ich bin da, bin wirklich da. Ja, das war ganz klassisch, mit Bande, würde ich sagen. Netter Versuch. Um mir aber mal was mitzugeben für die Zuschauerschaft da draußen. Wenn wir uns das jetzt hier mal ansehen, der Bremspunkt ist schon relativ vernünftig gewählt. Ja, also es wurde zeitnah gebremst, aber es wurde auch nochmal die Bremse gelöst. Also, der Bremsschwung war relativ normal. Aber die Bremsenlösung hat ihm da nochmal ein bisschen extra Schwung gegeben. Was zu diesem Crash führte. Also, falls Sie sich irgendwann mal in so einer Situation befinden, lassen Sie einfach die Bremse gedrückt. Schön draufstempeln und drauf stehen bleiben. Rein in den Saal. Was machen wir denn da? Was ist denn da vorgesehen? Es ist natürlich causing a collision. Es war nicht in der ersten Runde. Das müsste laut Strafenkatalog ein Punkt Safety Rating Minus sein.
Also. Safety Rating 1.0 wird da abgezogen und das wurde gerichtet. Schauen wir doch mal rein, was wir als nächstes haben. In welchem Bereich bewegen wir uns denn jetzt hier? Ei. Oh. Ah. Auch hier. Wir bewegen uns mal nicht im Bereich der Königsklasse GT3. Nee, nee. Auch hier wieder BMW. Es, würde ich sagen, kristallisiert sich langsam raus, dass der BMW eventuell Probleme mit sich bringt. Dein Charakter verändert sich, wenn du BM und W fährst. So langsam kristallisiert sich das raus. Aber ich vermute, der BMW hat gar nichts gemacht. Nein. Okay. Oh, Entschuldigung, Chat, wir können das nicht bearbeiten. Ich habe vergessen, Vollbildschirm anzumachen. Verzeihung, wir haben ja hier ein Geheimnis zu wahren. Das können wir nicht behandeln. Wir müssen Leute ihre Identität wahren. Dementsprechend lassen wir das wegfallen. Sie haben nichts gesehen. Sie haben nichts gesehen, meine Damen und Herren. Wieso wird das hier nicht mehr Recht gemacht, schönen guten seitdem Herr Morgen, meine Sadlowski lieben nicht da ist? Wagenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf. Es fehlen Pico einfach die hält die anderen vier Zählung. Augen von Herrn Sablowski für die Prüfung. Den Fall können wir nicht behandeln, meine Damen und Herren. Fehler meinerseits. Justitia hat reingeschissen. Aber da hat es ganz schön Bum-Bum gemacht. Da wurde ganz schön geschoben. Nur Sedelele, Dankeschön, dass Sie reingerufen haben von außen. Vielen Dank für die 38 Reinrufe. Gehen wir doch mal über in den nächsten Fall. Hier muss es kurz zu einer Prüfung kommen. Einen kleinen Moment. Ob das denn auch alles seine Richtigkeit hat. Geben Sie mir eine Sekunde im Saal. Das sollte aber so weit funktionieren, wie ich das sehe. Also, gehen wir mal hier rein. Alles läuft, alles tippitoppi. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt hier ein Feuerwerk. Passen Sie auf. Ich lasse das einfach mal ablaufen hier, den Matz. So, und jetzt möchte ich Sie mal ganz kurz was fragen, liebe Geschworenen. Wer hat hier wen reportet? Das möchte ich Sie jetzt kurz fragen. Wer hat jetzt hier wen angezeigt und angeklagt? Ich lasse das nochmal laufen im Hintergrund. Die Reinrufe sind schon mal richtig. Der gelbe Porsche hat den Mercedes reported. Also dieses Fahrzeug hat den da vorne reported. Lass das nochmal laufen, das Fahrverhalten.
Ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wenn das hier losgeht. Gucken wir noch mal hin. Wir sind in Runde 1. Was sollte man in Theorie, ich frage das jetzt Sie, liebe Geschworene, was sollte man in Theorie in Runde 1 beachten? Es könnten Kinder über die Straße laufen. Absolut korrekt. Sehr guter Einwand. Herr Echo, Dankeschön. Mhm. Kalte Bremsen und Reifen, auch ein guter Einwand. Was noch? Sicherheitsabstand halte ich jetzt mal für Käse. Früher bremsen? Ja, doch. Kommt hin, wir gehen in die richtige Richtung. Warum sollte man denn früher bremsen? Schnell und rücksichtslos fahren? Absolut richtiger Einwand, das kann man auf P1 machen. Es könnten Tiere über die Fahrbahn sein, das ist auch absolut richtig und super Einwurf, aber darauf möchte ich jetzt nicht hinaus. Was sollte man in Runde 1 beachten, wenn man fährt, den Start? Es staut sich in jeder Kurve. Das ist es. Danke. Genau das passiert jetzt hier nämlich auch. Also. Nun sieht man also das hier. Okay? Man sieht also auch im Winkel, Augenwinkel das da. Es kommt keine Reaktion. Also es wird schon von der Bremse gegangen. Jetzt nochmal auf die Bremse gegangen. Und es wird nicht ausgewichen. Man hätte nach links fahren können. So. Also ist doch in der Theorie von dem Porsche das Auffahren in den Unfall rein eigenverschulden. Sehen Sie das richtig? Also sehen Sie das auch so? Nicht richtig, sondern sehen Sie, liebe Geschworene, das auch so? So, was sollen wir denn jetzt mit dieser Anklage anfangen? Was wollen wir denn da jetzt ahnden? Also gibt es was zu ahnden oder nicht? Am Ende, liebe Leute, wird das abgewiesen. No further action. Und ich muss auch sagen, es ist Zeitverschwendung. Weil ich sage Ihnen das im Guten da draußen. Ist ein super netter Hinweis. Falls im Rennen was passiert, entscheidet man nicht sofort, ob etwas gut oder schlecht gewesen ist. Sich das danach nochmal anzugucken und zu reflektieren, bevor man einen Report macht, ist die weisere Entscheidung. Denn hier an der Stelle, auch wenn der Mercedes einen Unfall verursacht hat, okay, ist der Porsche-Fahrer kein Betroffener davon. Denn er hätte diesen Unfall vermeiden können. Er ist halt da drauf gefahren, ohne eine Reaktion zu zeigen. Ergo brauchen wir den Mercedes ja nicht bestrafen für etwas, wofür er ja gar keine Schuld hat.
Also, falls Sie irgendwann mal da draußen, liebe Geschworenen, das Bedürfnis haben, einen Report auszuführen, bitte kurz darüber nachdenken, ob das sinnig ist oder nicht. Nicht jeder hat eine 0,3 Sekunden Fahrerreaktion. Das funktioniert so nicht. Wir gucken uns das jetzt gerne nochmal an, damit es auch wirklich verstanden wird. Ja? Ganz in Ruhe. Also nochmal. Der Porsche fährt hier. Es ist Platz. Nach außen ist immer noch Platz. Sehr viel Platz. Der Unfall passiert. Keine Reaktion. Jetzt steht er auf der Bremse, nur halb, also weder lenkt er weiter nach rechts, noch lenkt er weiter nach links, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Also man sieht hier, auch in der Lenkung kann man beobachten, keine Reaktion. Und er fährt da voll drauf. Also nochmal, in der ersten Runde, nach dem Start, würde ich immer empfehlen, etwas Sicherheitsabstand zu haben, und vernünftig auf den Verkehr zu reagieren. Und das hier zeigt null Reaktion. Also gar nichts. Weder auf der Bremse. Ne? Also hier wird zwar die Bremse getippt, aber hier wird nicht darauf reagiert, sondern einfach nur reingerollt. Ob es eine Innenansicht gibt, dass man das sieht man. Weil sein Auto steht jetzt schon im Winkel rüber. Das ist eine Widescreen-Aufnahme. Das heißt, er hat mehr Sicht. Das sieht er hundertprozentig jetzt schon. Ändert nichts an der Tatsache. Nochmal, ändert nichts an der Tatsache, dass der Porsche von der ganzen Geschichte nicht betroffen ist. Also der Porsche nochmal, der hier reportet den Mercedes. So, laut Justitia, ne, hätte jetzt der BMW-Fahrer den Mercedes reported, dann wäre es causing a collision in Lap 1 gewesen. Der Porsche kann aber nicht den Mercedes für diesen Unfall reporten. Das funktioniert nicht. Weil nochmal, der Porsche hat an dieser Stelle nicht reagiert auf das, was vor ihm passiert und ist einfach hinten drin gefahren. So. Weil dafür können wir ja jetzt nicht den Mercedes belangen, dass er hinten reingefahren ist. Das funktioniert nicht. Es ergibt keinen Sinn. Und der Porsche kann diesen Unfall hier nicht anklagen, wenn er in der Situation nicht in der Lage war, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Aber kann nur der Leidtragende dazu reporten? Das ist korrekt. Wenn du in einen Unfall nicht involviert bist, was ja hier der Fall ist, warum soll der Porsche jetzt in dem Fall dann Recht bekommen? So, weil nochmal, also wenn ihr euch das anguckt, hier ist null Reaktion drin. Gar nichts. Und er sieht das. Die Kurve ist eng, ich weiß, I know. Er hat ganz, ganz viel Platz gehabt. Er hätte ganz viel Platz gehabt nach rechts, er hätte Platz gehabt nach links, aber er hat nicht reagiert. Also seine Lenkung ist immer noch, also er lenkt ganz normal standardmäßig die Kurve ein. So, also an der Stelle, und das meine ich überhaupt nicht böse, das kann uns allen mal passieren, hätte man so clever sein sollen, ne? Und das kommt nachher mit Erfahrung, dass man weiß, hey, Moment, Runde 1, hier wird es ein bisschen eng, hier ist ein bisschen knackig, vielleicht nach links oder nach rechts fahren. Das ist nochmal eine Widescreen-Aufnahme. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er es gesehen hat. Sehr stark gehe ich davon aus. Weil auch hier, wenn du rumfährst, nochmal steht das Auto jetzt schon leicht schräg. Also, wie gesagt, das ist eine Widescreen-Aufnahme. Wenn er jetzt nicht mit FOV 5 spielt und so ein kleines Fenster hat über dieses Armaturenbrett, ist das hier bewusst sehbar. Und auch an der Stelle hätte man hier schon bremsen können und darauf reagieren können.
Und darauf gibt es keine Reaktion. Also er hat es auch nicht mal versucht zu vermeiden an der Stelle. Erst als es schon zu dem Punkt kam. Ne? Also hier wurde nochmal Bremse, Bremse. Und ab hier sitzt er voll drinne und geht dann auf die Bremse. So, also frage ich mich jetzt an der Stelle, warum reportet er jetzt, also ne, der Porsche-Fahrer, den Mercedes-Fahrer? No further action. Da passiert nichts. Dann werden wir das mal durchgeben. An der Stelle. Was haben wir dann als nächstes für ein schönes Potpourri hier? Ah, da sind wir auf dem Nürburgring. Kleiner Auszug aus dem Regelwerk, der ist untermauert. Generell können alle Zwischenfälle, an denen man selbst direkt beteiligt war und durchaus unverschuldet einen nennenswerten Nachteil hatte, reported werden. Das ist absolut korrekt. Diesen Nachteil hat er sich aber gerade nochmals selber verschafft. Das war weder der Mercedes noch der BMW schuld. Sah mir gerade aber aus wie ein Teamkollege von mir. Das weiß ich nicht, wer da wo zugehört. Ich gucke da nicht nach. Natürlich kann er das, also nochmal, natürlich kann er das reporten. Aber das bringt ja nichts an der Stelle. Weil es diesen Schaden hat er sich ja selber zugeführt. Ne? Also den Schaden, der jetzt gerade entstanden ist, den hat er sich selber zugeführt, indem er nicht darauf reagiert hat, sondern einfach reingefahren ist. So, weil dann kann ja beispielsweise, sagen wir mal einfach mal, wir kreieren ein fiktives Beispiel, okay? Also versuchen Sie mir mal zu folgen. Wir fahren jetzt also durch eine Kurve, gemeinsam, ne? Zwei sehr eng. Und sagen wir mal, der hier verbremst sich. Aber der ist in der Mitte. Der kommt um eine Kurve und der rutscht aber raus in dem Zweikampf. Und der in der Mitte schiebt außen nochmal einen nach draußen. Okay? Der in der Mitte reportet aber jetzt den innen, weil der innen quasi mit dem anderen gekämpft hat. Und der in der Mitte ist rausgeschoben worden. Dann kannst du den in der Mitte, also den in der Mitte kannst du belangen, aber der innen drinne ist, der hat damit ja gar nichts zu tun. Das funktioniert nicht. So, also warum, ne, nochmal, warum sollte der Porsche den Mercedes jetzt reporten? Ja, er hat dadurch einen Nachteil gekriegt, aber diesen Nachteil hat er sich ja selber verschafft, indem er nicht auf den fortlaufenden oder dem vor ihnen geführten Verkehr reagiert hat. Da war ja null Reaktion. Also ist der Report in dem Fall jetzt hier, ne, in dem speziellen Fall, um das nochmal deutlich zu machen, in dem Fall ist dieser Report no further action. Du kannst natürlich alle logischerweise noch reporten, wenn du das möchtest, auch wenn du da nicht involviert bist. Du hast aber immer, was heißt immer, es besteht die Chance, dass dort bei solchen Fällen no further action passiert. Ne? Wie in diesem speziellen Fall jetzt. So. Ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden. Also ist nachher die Frage, ob das sinnvoll ist, das zu reporten. Deswegen habe ich gesagt, schaut euch das lieber nochmal an, vorher, bevor man einen Report macht. Und dann sich das nochmal anzugucken, zu reflektieren. Hey, okay, könnte das eventuell mein eigenes Ding gewesen sein? Und nicht einfach, okay, scheiße, ich bin da reingefahren, das Müll schicke ich ab. Gucken wir weiter. Kann ich die Szene nochmal sehen? Nee, weil sonst kommen wir hier nämlich nicht zu Potte. Und ich möchte mir gerne den nächsten Fall angucken. Es ist nämlich auf dem Nürburgring in Sektor 1. Aber Runde 2. Was haben wir hier? Ein Klassiker. Das ist wirklich ein Klassiker. Wahrscheinlich, Vermutung, wahrscheinlich hat der Fahrer, der jetzt rechts reinkommt, sich verbremst, die Kurve nicht ordentlich gekriegt und wollte noch gemeinsam um die Kurve rum, kann aber nicht funktionieren, weil er A, zu spät bremst und B, geradeaus fährt. Gucken wir mal rein.
Also an der Stelle kurz auch nochmal, wenn sowas passieren sollte, dann sollte man sich damit abfinden, dass man seinen Platz erstmal verloren hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du im Affekt, also nachdem du einen Fehler gemacht hast, danach die richtige Aktion durchzuführen, ist relativ unwahrscheinlich und kommt im Laufe der Zeit mit der Erfahrung, die man sammelt beim Fahren. Hier an der Stelle da reinzufahren, der Winkel ist so extrem spitz für den schwarzen BMW, dass es fast nahezu unmöglich ist, neben dem anderen BMW, der schon reingefahren ist, auf der normalen Linie da reinzupassen, ist sehr, sehr schwierig. Und das ist nicht, also es ist nicht schlimm, es ist kein Vorwurf, darüber muss man nicht lachen oder darüber macht man sich nicht lustig. Das sind einfach Dinge, die da, also ich nehme an, dass der schwarze BMW-Fahrer daraus durchaus was gelernt hat, also ich hoffe es zumindest für ihn. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht und das sieht man sehr, sehr häufig. Vor allen Dingen auch hier wieder, ne, das Bremse lösen. Für euch auch, also die Geschworenen, wenn ihr euch entscheidet, die Bremse zu drücken, dann drückt die Bremse. Bremse drücken, fertig. Nichts mit los und wieder drauf und los und wieder drauf und los und wieder drauf. Nee, der BMW bremst nicht komisch. Um das auch mal kurz aufzugreifen. Der BMW macht die Linie zu. Und damit er schnell genug vorkommt, hat er vorher nicht gebremst. So, das heißt, wenn wir jetzt wahrscheinlich uns den Anfang angucken, hier wird er hinterherfahren. Und so schnell wie möglich vor den anderen kommen und dann bremsen, aber da rumkommen. Weil er versucht, die Tür zuzumachen, dass der andere BMW nicht angreifen kann. Und das ist vollkommen legitim. Das ist vollkommen legitim an der Stelle. So. Und auch wenn es oft, also wenn es sehr oft unschön ist, leider musst du als Hintermann, also nicht leider, sondern du musst als Hintermann auf deinen Vordermann achten. Und gerade wenn du nochmal eine Kurve nicht bekommst und danach versuchst, gleich wieder deine Position wiederzukriegen, weil es unangenehm ist, also logischerweise unangenehm ist, dann geht das meistens in die Hose. Also, außer du fährst jetzt natürlich irgendwo in einem Alien-Grid oder Raketen-Grid, die das schon 3 Milliarden Mal gemacht haben. Da ist das vielleicht nochmal ein anderer Schnack. 0,6 gab es dafür. Safety Rating. Oder wie Herr Sablowski immer sagt, Safetti. Was haben wir denn in der nächsten Episode? Gucken wir hier mal rein. Ah ja, das ist auch wieder ein Fall. Kann ich mir schon denken, was hier jetzt kommt? Außenrum und dann wird getänzelt. In der nächsten. Gucken wir mal. Der dreifache Ditcher. Ist übrigens beim Start. Ja, okay, doch, wir haben's.
gucken wir das nochmal von vorne. Jetzt müssen wir mal ganz kurz studieren, wer hier wen eigentlich versucht. Der Honda den Honda. Das ist schon klar, aber welcher Honda denn welchen? Also der schwarze Honda reportet den weißen Honda. Ich guck nochmal nach. Ja, der schwarze Honda reportet den weißen Honda. Das ist übrigens der Start. Ne? Also das ist direkt nach dem Start. So, ich möchte aber auch an der Stelle, weil das, ganz ehrlich, ist nicht so eine einfache Entscheidung. Das kann man in vielen Perspektiven kann man das sehen. Ich lese noch mal ganz kurz den Text vor. Die 2 lenkt in die Kurve direkt zum Scheitelpunkt. Als ob ich nicht existiere. Ich habe mich in den Turn 1 jede Menge Platz gelassen und er kommt danach einfach reingezogen. Man sieht zum Zeitpunkt der Kollision, ich bin voll auf dem inneren Curb. Mehr Platz kann ich nicht lassen. Er ist durch die Geometrie ja auch schneller und wäre problemlos vorn geblieben, wenn er mir ein bisschen Platz gelassen hätte. Dann dreht er sich und steht niemals auf der Bremse. Deshalb dreht er sich auch wieder ins Feld. Und nochmal vor meine Nase. Im Gespräch hinterher ist er der Meinung, ich hätte ihm mehr Platz lassen müssen, da ich nicht weiß, wie ich das hätte tun sollen, wünsche ich mir eine Entscheidung des Stewards. Jetzt lasse ich das nochmal laufen. Weil es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten. Erstens. Der schwarze Honda. Der schwarze Honda. Viele, das sind viele, viele Ausgänge, die es geben könnte. Der schwarze Honda wäre so oder so weggeflogen, weil das Curb ihn aushebelt. Und dann wäre sowieso ein Crash passiert. Zweitens, der schwarze Honda hätte noch einen kleinen Moment mehr auf die Bremse gehen können, damit der andere vorne wegzieht. Zweitens, der weiße Honda, wenn wir es wirklich ganz böse betrachten wollen, war schon vorne. Also wenn wir jetzt mal von oben gucken.
wäre der weiße Honda an der Stelle, Moment. Wäre der weiße Honda schon vorne, was aber im Grunde genommen eigentlich Quatsch ist, weil die Nase noch neben dem Hinterreifen ist. Wie gesagt, es sind alles nur fiktive Geschichten jetzt gerade, ja? Also das ist nichts Endgültiges. Am Ende des Tages, und das ist mein Schluss, den ich jetzt hier, wäre es angenehmer gewesen, hätte der weiße Honda etwas mehr auf den schwarzen Honda Acht geben müssen. Weil der schwarze Honda hat wirklich alles Mögliche versucht, so weit wie es geht, nach rechts zu fahren. Also trotz dessen, dass er in der ersten Kurve super aggressiv gefahren ist. Ich denke, das weiß er selber auch. Ist ja sehr weit rausgekommen. Hat auch so viel, wie es geht, immer Platz gelassen. Und der weiße Honda ist dann einfach vor den schwarzen Honda gefahren und hat ihm einfach das Auto vor die Nase geklatscht. Es wäre definitiv sinnvoller gewesen, vom weißen ihm mehr Platz zu lassen. Weil der Schwarze hätte nur die Möglichkeit gehabt, auf die Bremse zu gehen. Und das hat er ja deutlich auch schon getan. Ja, er hätte noch mehr auf die Bremse gehen können. Moment. Also wenn wir uns das hier jetzt nochmal angucken. Er ist nochmal kurz auf die Bremse gegangen, hat nicht ausgereicht. So, aber er hat zumindest ersichtlich gezeigt, okay, hey, ich weiß, dass da einer kommt und hey, ich weiß auch, dass der schneller ist. Und der Weiße ist ihm einfach vor das Auto gefahren. So. Ich würde das mit, das ist schon causing a collision. Yes. Man kann jetzt aber auch, könnte man, trotz alledem, sagen NFA, weil beide sich nicht mit Ruhm bekleckern. So. Ich tendiere aber eher dazu, zu dem schwarzen Honda zu gehen, weil der schwarze Honda wirklich sehr deutlich gemacht hat, dass er weiß, dass da jemand ist. Ne? Also er hat auch gebremst, ist weiter nach rechts gefahren, so weit wie es geht, dass er irgendwie nur fahren kann. Ist da nicht irgendwie aggressiv reingegangen und hat auch nach dem Schieben nochmal die Bremse getreten und hat wirklich irgendwie versucht, das nochmal hinzukriegen. Was mich auch noch auf die Seite des schwarzen Hondas zieht, ist einfach der Fakt, dass der weiße Honda nicht die Bremse getreten hat. Gar nicht. Also hier ist nichts. Er steht sogar noch auf dem Gas irgendwie und tritt nicht die Bremse. Null. Also er fängt auch gar nicht an, die Bremse zu treten. Was wirklich sehr, sehr rücksichtslos ist. Und nicht wirklich sehr viel, wie sagt man, Sportsgeist beweist. Weswegen dieser Fall geahndet werden sollte. Punkt. Und an die Zwischenrufe da draußen, wo sich Menschen immer wünschen, dass das hier sehr, sehr zügig passiert. Und wirklich sehr, sehr zügig abgehandelt wird, weil Menschen das super einfach verstehen und ihnen das auf den Piss geht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ruhe im Cartoon ist, weil ich möchte das sehr, sehr gerne den Menschen erklären, dass sie es nachvollziehen können und bei der Gerichtsverhandlung auch was lernen können. Dankeschön. Das ist nämlich hier nicht nur zack, bum, bang, abhandeln, weil sonst bräuchten wir das nicht zeigen. Ne Chance? Strafe ist raus. So. Was haben wir denn als nächstes im Angebot? Im Potpourri der Gefühle. Schauen wir mal. Wir sind wieder auf dem Nürburgring. Ich ahne Schlimmes. Was sehe ich? Oh. Wir sind mal wieder an einer Position, die uns gar nicht so fremd ist. Herr Sablowski macht den Kindergartenkopf. Okay, wir haben Glück. Moment. Gerade so mit Hängen und Würgen haben wir Glück gehabt. Sehr schön.
Was gab es jetzt? Minus 1,0 Safety Rating Abzug. Causing a Collision, Runde 1. Es ärgert mich, dass ich nicht sehe, ob er das Auto rumgekriegt hat oder nicht. Es ärgert mich. Auch dieser Fall sieht für den ersten Moment ziemlich banal aus. Die Frage ist, ist er banal? Die Frage, die sich hier stellt, meine Damen und Herren, ist der Aston mit Absicht so reingefahren? Weil, wenn Sie mal gucken, wir gehen mal kurz vor. Man sieht hier deutlich, man sieht hier sehr deutlich, dass dem Aston, Moment, gucken Sie mal hin, er drückt aufs Gas und ihm rutscht der Hintern weg. Und man sieht auch, genau im selben Moment, dass hier unten die Lenkung direkt nach links geht. Das heißt, das grüne teuflische Lava-Zeug hat den Aston dazu bewegt, reinzufahren. Was, also, es geht hier nicht darum, denjenigen in Schutz zu nehmen, okay? Also, die Strafe ist, der Fall ist relativ eindeutig. Ich möchte nur noch mal auf die Facette hinweisen, dass es nicht einfach so ist, ja, der hat einfach reingezogen. Weil er hat nicht einfach reingezogen. Und das kann man sehr deutlich sehen. Am Ende ist es Causing a Collision. Es ist nicht Runde 1. Er hat die Kurve nicht bekommen. Ist von außen reingefahren. Also ist schon, man könnte sagen, unsafe rejoin. Und es wäre auch noch, sage ich mal, bis da hinten wäre auch noch Platz gewesen. Also man hätte auch noch geradeaus fahren können. Zur Not. Ging aber nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass er das Auto auf dem Curb verloren hat. Das hat er auch getan, Robin. Das hat er auch getan, wie man sieht. Ja, also wir gucken uns das jetzt nochmal ganz in Ruhe an. Hier. Und ich lasse das nochmal langsam laufen. Da kann man sich das auch gerne nochmal ansehen. Also wenn wir jetzt hier auf diesen weißen Punkt achten, sieht man, wenn das Auto wegfliegt. Jetzt rutscht es weg. Er versucht es wieder einzufangen, lenkt nach links, lenkt nach rechts und geht wieder nach links. Ne? Also das sind halt so Bruchteile von Sekunden. Nichtsdestotrotz ist es ein Unfall, der gemacht wurde und es ist halt causing a collision. Ne? Das schützt natürlich nicht vor der Strafe. Es geht einfach nur darum, dass falls irgendwann mal solche Fälle für euch auch eintreten sollen, dass ihr das sehen könnt, dass man nicht irgendwelche wütenden, ich sag mal, Nachrichten verfasst, die dann sowas beinhalten wie du wunderschönes Vogelbaby. Ich würde dir gerne mal ein paar gekaute Würmer in den Mund spucken, weil mir gerade danach ist und du mir mein Rennen versaut hast. Okay? Weil am Ende kann uns das immer allen mal passieren, dass wir in wenigen Sekunden beschissene Entscheidungen treffen. Das sind 0,6 Safety Rating. Causing a collision. Was haben wir denn noch im Angebot? Schauen wir doch mal rein, was hier noch in petto ist. Wir sind in Paul Ricard. Was erwartet uns denn auf dieser wunderschönen französischen Strecke? Gucken wir doch mal.
freundlicher Klutscher. Noch ein freundlicher Klutscher. Tja, zusammengefasst, du hast erstmal keinen Platz gewonnen dadurch, sondern bist auf derselben Position geblieben. Hm. Auch hier, was mich wieder ärgert, der BMW steht nicht auf der Bremse und rollt noch, das ist nicht cool. Hat auch noch sogar jemand mit angestupst. Also war schon so ein bisschen, ja, geht schon in Richtung Love Tap. It's causing a collision. Muss man natürlich ein bisschen auf seinen Vordermann achten. Und das ist gar nicht mal so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Das kann durchaus scheiße laufen. Das ist ein Punkt Safety Rating abgezogen. Da geht es wieder ab in den Keller. An der Stelle nochmal, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr beispielsweise Rennen schaut von Real-Life-Fahrern, das habe ich jetzt am Wochenende beispielsweise festgestellt, dann bremsen die viel, viel früher und lassen viel, viel länger laufen, damit sie halt Zeit haben zum Reagieren. Also auf Press fahren ist meistens gar nicht so clever, weil wenn du beispielsweise früher anfängst vom Gas zu gehen und dann schon ein paar Meter laufen lassen hast, hast du halt die Möglichkeit, trotzdem noch zu reagieren, wenn Vordermann da ist. Ne? Ich verstehe, manchmal ist man ein bisschen frustrierend, ne, wenn ihr jetzt gerade mal Paul Ricard nehmt, sagen wir mal, du bist ein BMW-Fahrer und vor dir fährt ein Honda, wirst du sehr wahrscheinlich ihn auf der Geraden nicht unbedingt überholen können. Also du kommst zwar ran und bist neben ihm, aber du kommst nicht dran vorbei. Und das ist sehr frustrierend. Wenn du das sehr oft jede Runde hast, möchtest du natürlich irgendwie immer auf Press fahren, dass sobald der kleinste Fehler passiert, dass man sofort in eine Ritze reingehen kann. Führt aber oft zu solchen Unfällen. Deswegen ist es sinnvoller, ja, mal ein bisschen zärtlicher hinten dran zu fahren, ein bisschen rollen lassen und bremsen, also den Bremsweg etwas vergrößern, dass man da besser darauf reagieren kann und dann einfach versuchen, irgendwie mit mehr Schwung aus der Kurve zu kommen. Und einfach den Exit noch besser vorzubereiten. Man kennt es, also falls ihr es schon mal gesehen habt, falls ihr LFM fahren solltet, beim Anfang von Quali-Runden fahren Leute immer so ganz komische Bogenlampen. Und diese Bogenlampen führen dazu, dass sie einfach schneller auf die Geraden kommen. Und sowas könnt ihr natürlich auch in einem Kampf benutzen, weil der vor euch wird Ideallinie fahren. Und ihr könntet jetzt beispielsweise einfach ein bisschen weiter außen fahren, euch reinfallen lassen und dann mit mehr Geschwindigkeit raus. Und manche Kurven sollte man halt gar nicht wirklich überholen und auch nicht wirklich auf Press fahren, weil das auf Press fahren muss man ein bisschen mehr Erfahrung mit sich bringen. Was aber nicht schlimm ist, weil genau sowas gucken wir uns ja jetzt hier an und wir wollen ja auch ein bisschen was davon lernen, deswegen reden wir ja darüber. Also no hard feelings an Menschen, die halt ab und an mal einen Unfall machen. Passiert halt mal. Sie sind alle nicht von Fehlern befreit. Ui. Nürburgring-Chat. Nürburgring. Erste Kurve. Na? Was kommt jetzt? Wir gucken. Okay, da ist von jemandem der PC nicht ganz so stark. Auch absolut komisches. Also nochmal, auch hier wieder, wenn du bremsen willst, dann bremse. Und nicht die Bremse lösen.
ist nicht clever, wirklich nicht. Also, auch in der ersten Runde, wenn du auf der Geraden nicht die maximale Geschwindigkeit erreichst wie normalerweise, solltest du die Bremse nicht lösen. Also dein erster Instinkt, wo du sagst, ich sollte jetzt bremsen und dein Körper das automatisch ausführt, bleibe dabei. Der hat schon recht. Das macht er nicht umsonst. So, wenn wir jetzt nochmal genauer hingucken, der Ferrari schiebt halt alle rein. Also der rote Ferrari schiebt in den weißen Ferrari, in den Honda, in den BMW rein. Nee, also da gibt's, also es ist jetzt kein Massencrash, wo man sagen könnte, okay, es ist ein Massencrash. Also ja, es ist ein Crash, aber kein Massencrash. Der BMW ist ja jetzt hier mit der einzige, der richtig, ne, gecrasht ist sozusagen. So, aber auch hier wieder, ne, die Intuition sagt, okay, ich soll bremsen und dann das Auge sagt so, nee, ich würde sehr gerne die Position mitnehmen, wenn ich schon mal die Möglichkeit dazu habe. War nicht so eine gute Entscheidung. Ist an der Stelle eine 1-0. Ist causing a collision in Lap 1. So. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so was Dramatisches. Wir haben schon Sachen gesehen, die waren weitaus wilder als das. Was haben wir denn jetzt als nächstes? Nochmal Paul Ricard. Was haben wir denn im Angebot? Wir gucken. Alles ist tippitoppi. Wir können nochmal rein. Moment. Das war am Ziel vorbei. Er fährt schon sehr weit außen, schon langsamer. Da war die Motivation auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und das war es von der Okay. Also es wäre so oder so, hätte es nicht Bremsen ist nicht. Also. Okay. Also ist natürlich causing a collision, logischerweise, ne? Ich denke, dazu müssen wir nicht viel sagen. Man hätte mal bremsen können. Weil in meinen Augen ist er ein bisschen zu schnell. Also eine kleine Bremsung, ein kleiner Tipper hätte schon geholfen. Da mal ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Weil wenn wir jetzt mal gucken, bei der Kollision ist er bei 100 km/h. Der Ferrari
bei 86. Also schon eine Differenz von 14. Bei 87 waren wir, glaube ich. Ja. 87. So eine Differenz von 13 km/h. Also hätte ich gern gesehen, dass der McLaren rumgekommen wäre. Nun, ne? Kann auch passieren. Ist jetzt nicht so, als wenn man da sagen müsste, du alter Schelm. Ist scheiße in der Situation. Ne? Es ist causing a collision. Mitten im Rennbetrieb 06 gibt's da auf den Nacken der Rego. Dann machen wir das. Ab die Post. Moment. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch im Angebot? Wir sind... Eieiei. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was hier passiert. Eieiei. Okay. Wir schauen mal ganz kurz. Ich muss da mal kurz was kontrollieren, meine Damen und Herren. Geben Sie mir mal eine Sekunde. Ja, doch, ich denke, das sollte okay sein. Wir gucken noch mal. Yes, das passt. Ja, okay, gucken wir mal rein. Imola. Sieht wild aus auf den ersten Blick. Nun ist die Frage, wer reportet denn jetzt hier wen? Hat schon jemand rausgefunden? Wer wen reportet? Cookie-licious? Cookie-licious hat es richtig erkannt. Der blaue Aston hat den weißen Aston reported. Weil der nämlich einfach nicht auf der Bremse stand. Und sogar noch auf die Rennlinie zurückgefahren ist. So, wenn man sich das jetzt mal anguckt, zack. Und das ist Käse. Weil auch hier an der Stelle der Aston nichts gemacht hat, um das in irgendeiner Form zu verhindern. Ja? Also, wenn man jetzt mal unten die Eingaben verfolgt, jetzt steht er auf der Bremse, jetzt nicht mehr. Und er bremst gar nicht. Er lässt sich nur rutschen die ganze Zeit. Hätte er, also das ist jetzt wieder so ein Hätte-wäre-wenn-Ding. Hätte er ab diesem Zeitpunkt hier die Bremse weiter getreten und nicht losgelassen, wäre wahrscheinlich auf dem Rasen stehen geblieben. Weil er hat nur noch 80 km/h, 70, 70, 60, 40. So, und dann, das ist noch viel, viel schlimmer, steht er sofort wieder auf dem Gas.
und fährt einfach irgendwo hin. Und ich sag mal so, wir haben schon bei Moorhuhn gelernt, in der 2000er, als wir zu Hause an unseren wunderschönen, in die Ecke passenden Schreibtischen gesessen haben, mit runden Tischeinkerbungen, damit wir unsere dicken Bäuche davor schieben können, und Moorhuhn gespielt haben auf einen 19 Zoll Röhremonitor. Bewegende Ziele sind scheiße. Deswegen der blaue Ästen auf den weißen Ästen. Ist nicht gut. Es läuft unter Avoiding Contact. Laut Regelwerk und wird mit 0,6 geordnet. Da gibt es für 0,6 Ehen auf den Deckel. Es ist auch, ich nehme an, also das ist auch eine Mutmaßung, ich nehme auch an, dass den meisten Leuten das in diesem Moment völlig egal ist, weil sie einfach frustriert sind, dass sie irgendjemand rausgeschoben hat. Und das ist auch eine Eigenschaft, die mit der Zeit kommt durch Charakterweiterbildung, möchte ich sagen. Dass du dir einfach irgendwann sagst, ey, okay, ich bin betroffen, ist scheiße, aber ich möchte jetzt nicht anderen Menschen auch noch das Rennen versauen. Das kommt mit der Zeit. So. Wir sind wieder auf Paul Ricard. Auf unserer Lieblingsfranzösischen Strecke. Mit dem längsten Baguette der Welt. Oder auch gesagt, gerade der Welt. Gehen wir rein. Wir wissen alle, was passiert. Ich zitiere einen meiner Teammates, der auch gestern was sehr Ähnliches getan hat. Die Lücke stand ja offen wie ein Scheuntor. Nee, ist sie nicht. Auch das musste ich lernen. Nee, ist sie nicht. Gerade in solchen Kurven ist das für dich nicht eine Einladung, da reinzuhalten. Also in der Anbremszone daneben zu sein, was jetzt hier eindeutig nicht der Fall ist, also wäre er jetzt schon daneben, so ein Stück, ist das was anderes. Aber das hier ist kein Scheuntor und das ist auch nicht offen. Und da gehst du auch nicht drin. Kannst du vergessen. Da kommst du nur durch. Nur, wenn der andere aufpasst und gnädig mit dir ist. Dann kommst du da durch. Und das passiert vielleicht mal einmal oder so. Fährst du in Split 1, keine Chance. Da kommst du nicht durch. Kannst du knicken. Null. Chance. Hast du nichts zu suchen. Mm-mm. Ist auch wieder hier so eine Sache, ne? Ist passiert. Probieren wir alle in unserem Leben mal aus. Und man muss jetzt mal daran denken, es sind 77.000 Menschen bei LFM gemeldet. Wenn nicht, glaube ich, sogar 78.000 oder 79.000 Menschen sind gemeldet. Wenn jeder das ein einziges Mal ausprobiert, wisst ihr, wie lange das dauert. Und das probiert jeder einmal aus. Mindestens. Es gibt so Dinge, die probieren Menschen alle einmal aus. Danach nie wieder. Seht ihr? 78.160 Menschen möchten das mal ausprobieren. Wie gesagt, ist nicht weiter schlimm. Man hätte jetzt noch mal reagieren können auf eine Bremse. Ne? Also noch mehr bremsen, wenn man sieht so, okay, I don't know, ich weiß nicht. Aber hier, diese Kurve ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Das gibt es auch auf Silverstone. Gibt es diese Kurve auch, die nach der schnellen rechts, links, rechts und dann kommt wieder so eine enge links. Weil die meisten Leute ja in der Ideallinie von außen anfahren. Das ist keine Lücke. Ist es nicht. Bist du daneben? Okay. Nochmal, da kommst du nur durch, wenn der Nebenmann sagt, okay, ich bin der Klügere, ich gebe nach, fahr durch. So.
aber auch nicht wild. Causing a collision und Abfahrt. Das Schlimme daran ist, es ist Runde 1. Also es gibt auch Menschen, die probieren das heute noch. Also ich mache das durchaus auch noch immer. Aber ich stehe dann einfach auf der Bremse und lasse den dann einfach ziehen. Also, wie gesagt, wenn bei mir, ne, ohne, also um mich auch selber vor Gericht zu stellen, ich gehe auch noch so rein. Immer noch. Aber ich sage auch irgendwann so, nee, das hat keinen Sinn. Ich bleibe einfach richtig auf den Stempel drauf und lasse den vorziehen. Und dann gehe ich hinterher. Die Möglichkeit besteht auch. Das kommt nachher mit der Erfahrung. Bis dato, toi, 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 ging es immer gut derweil. Aber auch das, also möchte ich nochmal sagen, und das, was wir gerade gesehen haben, habe ich auch schon getan. Ne? Also das wird wahrscheinlich jeder, der jetzt hier sein wird, sagen, ja, doch, probiert habe ich das auch schon mal. War gar nicht so gut. Kommen wir mal zum letzten Fall. Was haben wir denn im letzten Fall? Oh. Hier hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Das sieht aus, als hätte jemand sein Triple Screen auf ein Screen gemacht. Das hier ist ein Report, da steckt wirklich Arbeit drin. Fragen wir doch einfach mal, wer hat das schon mal probiert, dieses Manöver? Machen wir einfach mal kurz eine Umfrage. Wer hat dieses Manöver auf Paul Ricard in der letzten Kurve schon mal ausprobiert? Ist auch nicht schlimm, lacht keiner drüber, wird doch keiner meckern. Wer hat das gemacht? Beim Paul nicht, auf Silberstein. Ich hatte 1A geklappt. Ja, Herr Schwanke, wir sehen uns dann das nächste Mal im BMW. Gegen den McLaren. Wird schön. Freue mich drauf. Wird gut. Wird schön. Gucken wir doch mal weiter, was hier passiert ist. Ich ahne Böses. Bremspunkt ist okay. Schwieriger Fall. So, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz, bevor wir irgendwelche Sachen sagen, müssen wir erstmal ganz kurz gucken, wer hier wen eigentlich reportet hat. Weil es nämlich ein schwieriger Fall ist. Okay. Mhm. Okay, also der Blaue hat den Schwarzen reportet. Gibt es dazu einen Text? Forcing another car on track. Driver pushed me out of track. Okay, weil, pass auf, es würde wahrscheinlich sogar jemanden geben, der im schwarzen Auto sitzt und den Blauen reportet. Deswegen, Kontrolle ist gut, weil dieser Fall ist wirklich, sagen wir mal so, ohne dieses Wissen nicht so eindeutig. Kommt hier noch was? Achso. So, nur ist die Frage, pass auf, warum dieser Fall jetzt so schwer ist, ja, pass auf. Also der Essen, der Blaue, beim Anbremsen, als er auf der Bremse steht, ist der andere Essen noch nicht neben ihm. Noch nicht. Ist er nicht. Bremst jetzt hier rein. Und er macht schon jetzt den Knick da rein, als wenn da kein Auto wäre.
So. Aber. Aber, jetzt kommt das kleine bis mittelschwere. Aber. Jetzt vergleichen wir mal die Bremspunkte mit dem anderen Aston. Der bremst einen Meter später. Ist immer noch nicht neben ihm. Also er bremst einen Meter später, fährt die Innenbahn und hat jetzt schon, ohne dass wir weiter gucken, keine Chance, die Kurve vernünftig zu kriegen. Hat er nicht. Null. Nada. Niente. Absolut unmöglich. Also, pass auf. Wir gucken jetzt nochmal nach einem wichtigen Punkt, bevor die Bremse losgeht. Der ist bei 258. 59. 259 bei der Bremse. Runden wir mal. Der ist bei 200. Der ist bei 267. 68. Bei 268. Das heißt, der ist auch nochmal 7 km/h schneller. Und bremst 1 Meter später. Wie soll das funktionieren? So, jetzt können wir natürlich sagen, okay, ja, der Blaue zieht dem rein, obwohl er daneben ist. Der Blaue zieht ihm rein. Aber wo ziehen wir da die Grenze? Die Kurve bekommt er nie im Leben. Also die Kurve bekommt er nie im Leben. Er ist jetzt bei 161 km/h. Da ist der andere erst bei 130. So, der ist jetzt bei 130 km/h. Der andere ist bei 161. So, also an welcher Stelle würden wir denn jetzt gerechtfertigen, also würden wir das rechtfertigen, dass der Schwarze sagt, ja, okay, er hat sich in der Bremszone reingebremst. Wenn wir die Zahlen jetzt sehen. Ne? Also nochmal 135 hier. Und der andere ist bei 160. Ungefähr. Pi mal Öre. So, wie wollen wir das denn rechtfertigen, zu sagen, er hat sich jetzt in der Bremszone reingebremst. Also er ist am Anfang 7 km/h schneller. Er bremst ungefähr 1 bis 1,5 Meter, oder sagen wir 1 Meter, um es fair zu machen, 1 Meter später und ist vor dem Apex in der Innenbahn noch ungefähr 20 km/h schneller. Also woran wollen wir jetzt festmachen, dass der die Kurve gekriegt hätte oder nicht einfach nur eine Bombe gezündet hat? So, und auch hier, ne, was Terrorwurm gerade reinschmeißt, er würde die Kurve niemals kriegen. Also er kriegt die Kurve eigentlich nur, weil der andere Essen ihn gerade da reindonnert. So, also, ne, das ist immer, weil wir ja doch einige, wir haben ja ab und an in diesen Folgen von Judge Dizzy sind ja doch mal Verfechter dabei, die sagen, der hat sich reingebremst, wo wollen wir denn da jetzt anfangen, das können wir doch nicht bestrafen. Ja, doch schon, weil das ist ein bisschen drüber. Und das ist auch eindeutig drüber, ne? Also, da muss man halt am Anfang immer mal so ein bisschen die Zahlen vergleichen und so ein bisschen auch ein Gefühl dafür kriegen, dass gewisse Dinge etwas unrealistisch sind. Und das hier ist schon ein bisschen unrealistisch. So. Und damit, meine Damen und Herren,
im Saal ist das nämlich beendet heute. Da gibt es nochmal eine 0-6 auf den Nacken von der Rego. Causing a Collision und Abfahrt. Und wenn es nicht anders geht, das drücken wir noch ab. Damit, meine Herren und Damen und Sternchen, allgemein Menschen im Saal, möchte ich die heutige Sitzung schließen, mich bei Ihnen bedanken für Ihren Input und auch die ganz tollen Gespräche über diese Fälle. Ich hoffe, Sie haben heute was gelernt. Ich habe was gelernt. Und ich hoffe, Sie wissen jetzt, wie man Leute anklagt bei Low Fuel Motorsports. Und haben auch gelernt, Ihr eigenes Verhalten etwas zu überdenken. Denn ich werde jetzt hier verschwinden und mein eigenes Verhalten überdenken, warum ich das hier gemacht habe. Und dann sehen wir uns in 4 Wochen wieder. Weil Sablowski ist aktuell so ein bisschen in Kinderurlaub. Und für mich ist es ein bisschen unangenehm, das hier jede Woche alleine zu deichseln. Oder jede zweite. Deswegen machen wir das jetzt aktuell alle 4 Wochen. Bis sich da demnächst mit Herrn Sablowski und der Kindersituation ein bisschen was ändert. Weil der sitzt nämlich den ganzen Tag da und säuft Cabresonne im Kinderpool. Und pisst da rein. So ein Ding ist das nämlich. Also, wir sind 4 Wochen vor Gericht. Das hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen. Haben Sie einen schönen Tag. Tschüss.